Mein Sohn, der damals dann 12 war, hat gemeint, was soll ich denn mit einem Geschwisterchen, wenn du da nichts mehr da bist? Die Ärzte hatten mir damals gesagt, dass ich als unheilbar krank gelte, was natürlich ein Schock für mich war. Das ist Yvonne aus Unterfranken. Vor 8 Jahren arbeitet sie in Teilzeit als Verwaltungsangestellte und trainiert Kinder und Jugendliche im Fußball. Mit 32 Jahren wünscht sie sich ein zweites Kind und besucht deshalb ihre Frauenärztin. Weil die letzte Krebsvorsorge 1 Jahr her ist, macht die Ärztin an diesem Tag einen Abstrich am Gebärmutterhals. Nach diesem Termin ist nichts mehr, wie es einmal war. Als ich die Diagnose gekriegt habe, dass es wirklich Gebärmutterhalskrebs ist, war ich natürlich total geschockt. Ich konnte es auch erst mal gar nicht glauben. Und bei dem Gespräch mit der Ärztin hatte ich so das Gefühl, als ob ich eigentlich mit einer Freundin dort bin und gar nicht selber betroffen bin. Das habe ich dann erst ein paar Tage später realisiert, dass es wirklich jetzt mich betrifft. Meine Erkrankung ist durch HPV ausgelöst worden. HPV ist ein Virus, der unter anderem beim Geschlechtsverkehr eben weitergegeben werden kann. Leider war ich damals nicht geimpft, weil als die Impfung auf den Markt kam, war ich schon zu alt. Das humane Papillomavirus gehört zu einer Gruppe von über 200 verwandten Viren. Wer davon betroffen sein kann, erklärt die Gynäkologin Dr. Sophie Ludwig. Wichtig ist immer, dass man sagt, dass sich praktisch so gut wie 100% von uns allen mit HPV anstecken, also mit humanen Papillomviren. Im Prinzip sind wir durchseucht, wenn man so will. Und es ist ganz schwer, überhaupt so eine Infektion zu vermeiden. Entscheidend allerdings ist, ob unser Körper, unser Immunsystem es schafft, diese Viren wieder aus dem Körper rauszuschmeißen. Und das ist bei ungefähr 10% der Bevölkerung nicht der Fall. Ohne vorherige Impfung gegen das humane Papillomavirus sieht sich Yvonne plötzlich einer lebensverändernden Herausforderung gegenüber. Es wird eine Operation angesetzt. Die Ärztin hatte mir 2 Möglichkeiten gelassen. Weil ich ja eben den Kinderwunsch noch hatte, hatte ich die Wahl zwischen einer Trachelektomie, bei der eben nur der Gebärmutterhals entfernt wird und ich dann noch ein Kind kriegen könnte, oder eine sichere Variante, das heißt, da wird Gebärmutter, Gebärmutterhals und Eileiter und Lymphknoten entfernt. Und das wäre eben die sichere Variante. Und habe auch meinem Sohn, der damals dann 12 war, erklärt, was jetzt Sache ist. Er hatte leider vorher schon gegoogelt und verschiedene Informationen sich rausgeschrieben. Und er hat mich dann darum gebeten, dass ich bitte die sichere Variante nehmen soll, weil er ja mich noch behalten möchte. Er hat gemeint, was soll ich denn mit einem Geschwisterchen, wenn du da nichts mehr da bist? Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich für die sichere Variante entschieden habe. Einen Tag vor ihrem 33. Geburtstag wird Yvonne operiert. Danach ist zunächst alles gut. Die Ärzte sind optimistisch, dass Yvonne den Krebs losgeworden ist. Doch 1,5 Jahre später der nächste Schock. Die Experten finden Metastasen im Knochen der Hüfte. Die Ärzte hatten mir damals gesagt, dass aufgrund der metastasierten Diagnose meine Lebenszeit begrenzt ist, dass ich als Palliativpatientin, also als unheilbar krank, gelte, dass ich bitte auch meine Sachen regeln soll, wie Testament und so weiter, was natürlich ein Schock für mich war, aber ich habe das gemacht, weil ich ja wollte, dass mein Sohn gut abgesichert ist, wenn ich mal wirklich nicht mehr da sein sollte. Yvonne unterzieht sich einer Chemotherapie. Die Tumore werden außerdem bestrahlt. Es folgt eine 5-jährige Antikörpertherapie. Also es war so, dass ich ja wusste, wofür ich das mache. Ich habe das für meinen Sohn gemacht. Ich wollte meinen Sohn aufwachsen sehen. Ich wollte sehen, wie er die Schule beendet, 18 wird, Führerschein macht. Und es waren alles solche Sachen, die mir natürlich die Kraft gegeben haben, das alles durchzustehen. Und ich bin generell ein optimistischer Mensch. Ich versuche aus allem das Beste zu machen. Und das habe ich auch wirklich gemacht die letzten Jahre und mache das jetzt auch weiter noch. Und es ist einfach so meine Art, mit allem umzugehen. Ich gelte jetzt nicht als geheilt, aber aufgrund der Dauer der Erkrankung ist es jetzt so, dass es eine chronische Erkrankung ist, die aber natürlich auch Nebenwirkungen mit sich bringt, wie chronische Müdigkeit, die ich jeden Tag habe. Fatigue, mach mal einen Tag Pause. Ich möchte gerne
aufstehen, ohne müde zu sein. Ich möchte gerne den Tag genießen, ohne müde zu sein. Ich habe chronische Schmerzen, ich leide unter Depressionen, aber ich habe da jetzt meinen Frieden mitgemacht. Ich bin froh, dass ich am Leben sein kann. Ich habe im Lauf der Zeit festgestellt, dass es mir gut tut, wenn ich was mit meinen Händen arbeiten kann, und habe dann angefangen mit Makramee, also einer Knüpftechnik, habe am Anfang Windlichter geknüpft, was gut war für meine Polyneuropathie, also das Empfinden in den Fingerspitzen. Dadurch ist es wieder zurückgekommen und mittlerweile mache ich eben auch Schmuck, wie den, den ich auch dran habe. Verkaufe den mittlerweile auch, weil ich auch ein bisschen was zu meiner Rente dazu verdienen möchte, weil es ja auch nicht gerade ganz so viel ist. Und es tut mir unglaublich gut, dass ich trotz alledem was machen kann, aber ich kann es eben von zu Hause aus machen. Also ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt noch am Leben bin, dass ich selber auch meinen 40. Geburtstag feiern darf. Meine Empfehlung ist es, die Kinder impfen zu lassen, denn nur wenn mindestens 80% der Kinder geimpft sind, so entsteht eine Herdenimmunität und dann können wir, wenn alles gut läuft, in Zukunft einfach auch Krebserkrankungen durch HPV weitestgehend eliminieren. Die Impfung allerdings umfasst eigentlich nur die häufigsten Gruppen von HPV-Viren und dadurch schützt es auch nicht zu 100%. Eigentlich macht eine HPV-Impfung vor allem vor dem ersten Sexualkontakt Sinn. Empfohlen ist eine HPV-Impfung im Prinzip ab dem 9. Geburtstag und es ist am günstigsten zwischen 9. und 15. Geburtstag, diese Impfung durchzuführen. Mein Sohn war damals der erste Junge, der bei unserem Hausarzt geimpft worden ist, als die Impfung endlich für die Jungs auch zugelassen war, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, dass er eben nicht so einen Weg gehen muss, wie ich den gehen musste, und dass er geschützt ist, was HPV angeht, und dass er sich selber schützen kann und eben auch seine mögliche Partnerin schützen kann. Yvonne hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen über die Gefahr von HPV zu informieren. Es ist ihr Herzensthema, sagt sie. Dass Palliativ nicht gleich heißt, dass sie dann in einem halben Jahr nicht mehr da sind, sondern es gibt zum Glück mittlerweile ja Mittel und Wege. Die Therapie ist kein Spaziergang, von Anfang an nicht. Aber wir wissen ja, wofür wir es machen. Wir wollen ja leben.